Hör gut zu. So leistest du erste Hilfe für dein Haustier. Und das dort ist mein Hund, wie er sein Fell schüttelt. Wirklich. Okay. Geh, leg dich hin. Braver Junge. Es ist vermutlich eines der schrecklichsten Dinge, die du dir vorstellen kannst. Dein kleiner, haariger Schatz braucht sofort medizinische Hilfe. Egal ob Ersticken, starkes Bluten oder irgendeine andere unvorstellbare Situation. Manchmal musst du schnell handeln, bevor du zum Tierarzt kommst. Daher ist es unerlässlich, dass Haustierbesitzer nicht nur einen Verbandskasten mit der Grundausstattung für medizinische Hilfe haben, sondern auch das nötige Wissen, wie man bei ihrem kleinen, fluffigen Schatz zu Hause erste Hilfe leistet. In diesem Video werden wir dir genau sagen, was du in den verschiedenen Notfällen tun musst, wenn dein Haustier in Schwierigkeiten ist und jede Sekunde zählt. Bevor wir weitermachen, solltest du dir eine Sekunde Zeit nehmen, um unseren Channel zu abonnieren und die Benachrichtigungen anzuschalten. Wir haben nämlich viele nützliche Videos wie dieses, die täglich auf der Sonnenseite des Lebens auf dich warten. Lass es uns näher anschauen. Im Falle einer Vergiftung. Wie hilfst du einer Katze? Wie kannst du sicher gehen, dass deine Katze vergiftet wurde? Die typischen Symptome sind Erbrechen, Durchfall, Speichelfluss, Hautreizungen und Krämpfe. Wenn all das durch giftige Gase, Rauch oder chemische Dämpfe herbeigeführt wurde, dann solltest du deine Katze sofort an die frische Luft bringen und versuchen, sie mit einem in Ammoniakwasser getunkten Wattestäbchen wiederzubeleben. Wenn das Tier nicht reagiert, dann solltest du es beatmen. Im Falle einer Vergiftung durch verschluckte Chemikalien, giftige Pflanzen oder Medikamente musst du versuchen, deine Katze zum Erbrechen zu bringen, indem du ihr eine starke Lösung aus Backpulver und Salz in Wasser gemischt gibst. Wenn die Katze aber mit einer säurehaltigen Substanz vergiftet wurde, dann solltest du sie keinesfalls zum Übergeben bringen. Die schädliche Säurewirkung wird nur noch mehr Schäden anrichten, wenn sie vom Magen zurück in die Speiseröhre wandert. Stattdessen solltest du deinem tierischen Kumpel ein Getränk geben, das die Wirkung der Säure ausgleicht. Etwas Milch oder Eiweiß gemischt mit Wasser sollte helfen. Verwende eine kleine Spritze, um deine Katze zum Trinken der Mixtur zu zwingen. Das ist noch viel einfacher, wenn du dein Kätzchen einwickelst, sodass es nicht weglaufen kann. Merk dir einfach, dass du ihren Kopf nach oben halten musst und nicht nach hinten, damit sie das Getränk auch ohne sich zu verschlucken schlucken kann. Und so hilft man einem Hund. Die Hauptsymptome eines vergifteten Hundes sind Erbrechen, Durchfall, Krämpfe oder Muskelschwäche, Essensverweigerung und Winseln. Wieder dasselbe wie das, was wir bei den Katzen erwähnt haben. Wenn sie auf Dampfvergiftung zurückzuführen ist, dann musst du deinen Liebling raus an die frische Luft bringen. Wenn sie von dem Verschlucken von etwas Giftigem kommt, aber keine Säure, dann bring ihn mit derselben Lösung aus Wasser und Backpulver oder Salz zum Erbrechen. Sobald dein Hund sich erst einmal übergeben hat, kannst du Absorptionsmittel wie eine halbe Tablette medizinischer Kohle pro halben Kilo Gewicht des Hundes geben. Oder etwas namens Enterosgel, um das übrige Gift in seinem Magen zu absorbieren. Wenn dein Hund Rattengift gefressen hat, dann bemerkst du das am Blut, im Stuhl und dem Erbrochenen, sowie einem Zwiebelgeruch aus seinem Maul. Im Fall von verstopften Atemwegen, wie du einem Hund hilfst. Wenn ein fremder Gegenstand in seine Atemwege kommt, dann legt sich der Hund normalerweise mit offenem Mund und einem glasigen Blick auf den Boden, neigt seinen Kopf, betatscht sein Maul und reibt seinen Kopf gegen den Boden oder die Erde. Er sabbert dann auch übermäßig. In diesem Fall musst du versuchen, den Hund zum Erbrechen zu bringen. Du kannst auch ein paar Teelöffel Pflanzenöl in seinen Hals geben. Dann versuchst du den fremden Gegenstand abhängig von seiner Größe und des Hundes mit deinen Fingern oder einer Pinzette zu entfernen. Wie hilfst du einer Katze? In einer ähnlichen Situation wird eine Katze, die etwas im Hals stecken hat, ähnliche Symptome zeigen. Sie hat einen übermäßigen Speichelfluss, reibt ihre Schnauze, schreit, dreht und wendet sich, macht Kaubewegungen und versucht den Gegenstand zu schlucken oder aus dem Maul zu ziehen. Du wirst deine Katze auch husten und schwer atmen hören. Du musst das Maul vorsichtig öffnen und dir das Innere anschauen. Wenn du einen fremden Gegenstand findest, dann musst du versuchen, ihn mit Hilfe einer Pinzette rauszuziehen. Wenn du das steckengebliebene Objekt mit Hilfe einer Pinzette nicht rausbekommst, dann lege deine Katze auf deinen Schoß. Senke ihren Kopf, klopfe auf ihren Rücken und lege deine Katze dann sofort auf ihre Seite. Dann drückst du auf den Brustkorb in Richtung Brustplatte. Schau, ob das steckengebliebene Objekt nun erreichbar ist und ziehe es heraus, wann das der Fall ist. Falls nicht, dann wiederholst du diese Schritte und entfernst das Subjekt aus dem Hals. Im Falle eines elektrischen Schocks, wie hilfst du einem Hund? Nimm zuerst das, was in der Steckdose angesteckt ist, rauszunehmen. Öffne den Mund des Hundes und zieh an seiner Zunge, um die Atemwege zu befreien. Kontrolliere, ob der Hund atmet, indem du auf seinen Brustkorb schaust. Wenn er sich bewegt, dann ist das ein gutes Zeichen. Dann fühlst du seinen Puls an der Innenseite des Oberschenkels. Wenn ein Puls vorhanden ist, der Hund jedoch nicht atmet, dann musst du ihn sofort beatmen.
Falls kein Puls da ist, musst du eine Herzdruckmassage durchführen. Wenn diese Herzmassage mit der Beatmung kombiniert wird, dann nennt man das eine Herz-Lungen-Wiederbelebung. Um eine Herz-Lungen-Wiederbelebung bei deinem Hund durchführen zu können, musst du deine Finger und Daumen hinter die Ellbogen des Tieres geben. Drücke den Brustkorb 6-mal zusammen, beatme ihn und wiederhole es. Du solltest 80 bis 120 Kompressionen pro Minute machen. Es ist noch effizienter, wenn die Herzmassage und die Beatmung zugleich gemacht werden. Wenn also eine andere Person neben dir ist, dann kann jeder etwas übernehmen. Pausiere alle 2 Minuten für 10 Sekunden, um den Puls und die Atmung zu kontrollieren. Mache weiter, bis dein Haustier wieder atmen kann oder du für 30 Minuten einen stabilen Puls hast. Wenn du das erst einmal alles erledigt hast, dann musst du dein Hündchen dennoch sofort zum Tierarzt bringen. Wie du deiner Katze hilfst. Wenn deine Katze an offene Kabel gekommen ist und geschockt wurde, dann beginn damit, die ganzen elektronischen Stromkreise im Raum auszuschalten. Dann ziehst du dir Gummi- oder Wollhandschuhe an und ziehst das Tier von den Kabeln weg. Kontrolliere die Atmung und den Puls. Kühle die verbrannten Stellen ab. Dann beginnst du mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Bringe das Tier wiederum so schnell wie möglich zum Tierarzt. Im Falle von Verbrennungen. Wie du einer Katze hilfst. Im Falle einer thermischen Verbrennung durch Dampf, kochend heißes Wasser oder Feuer, kannst du dieses Teeheilmittel ausprobieren. Mache eine starke Mischung und gib 3 Teebeutel in ein Glas heißes Wasser und füge tonnenweise Eis hinzu, um es abzukühlen. Dann befeuchtest du ein Wattestäbchen mit der kalten Brühe, tupfst die verbrannte Stelle ab und hältst das Stäbchen für 5 bis 10 Minuten auf der Wunde. Putze es sanft mit einer Serviette ab und trage eine antibakterielle Salbe auf oder gib eine Sprühkühlung auf die verbrannte Stelle. Falls es sich um chemische Säureverbrennungen handelt, musst du die betroffene Stelle mit viel Wasser abwaschen und einen in eine 1:1 Lösung aus Backpulver und Wasser getunkte Tupfer auftragen. Wie du einem Hund hilfst. Beginne damit, das Fell um die betroffene Stelle zu rasieren und sie mit einer Lösung von Kaliumpermanganat zu behandeln. Lege einen kalten Wickel auf die betroffene Stelle und verbinde sie dann mit einem locker sitzenden Verband, um die Wunde vor Schäden und Lecken zu schützen. Wechsle den Verband jeden Tag. Im Fall einer chemischen Verbrennung musst du die betroffene Stelle für 10 bis 15 Minuten in Wasser tauchen. Gib Acht, dass das Wasser nicht an andere Stellen deines Hündchens kommt, damit sich die Chemikalien nicht verbreiten können. Bei Verletzungen und Verstauchungen. Wie du einem Hund hilfst. Falls dein Hund einen ziemlich starken Schlag gegen ein Glied oder irgendeinen anderen Körperteil bekommen hat, dann solltest du zuallererst einen kalten Wickel auf die verletzte Stelle geben und die Kratzer mit Wasserstoffperoxid und einer antibakteriellen Salbe behandeln. Falls es sich um eine Fraktur handelt, dann wirst du das daran bemerken, dass die verletzte Stelle schnell anschwillt und es knirscht, wenn du sie anfasst. Bevor du den Hund zum Tierarzt bringst, solltest du das gebrochene Glied mit einer Schiene befestigen. Wenn sich dein Hund sein Handgelenk oder den Knöchel verstaucht hat, dann gib einen kalten Wickel drauf und bring ihn zum Tierarzt. Wie du einer Katze hilfst. Gib die Katze auf eine flache Oberfläche und kontrolliere sie. Wenn keine Möglichkeit besteht, den Tierarzt innerhalb der ersten Minute zu rufen, dann kannst du selbst eine Schiene basteln. Nimm einfach ein Stück Karton oder einen harten und flachen Gegenstand, wie etwa einen Eisstiel, und fixiere das Glied mit einem Verband. Im Falle einer offenen Fraktur entfernst du alle sichtbaren fremden Gegenstände aus der Wunde und trägst eine Antibakterie selber auf den Seiten auf, bevor du die Stellen verbindest. Dann kannst du einen Druckverband machen. Jetzt kannst du die Katze in einer Katzenbox zum Tierarzt bringen. Lege unten eine Decke hin, damit dein Haustier nicht rutscht. Im Falle einer Blutung. Wie hilfst du einem Hund? Du kannst kleinere Blutungen stoppen, indem du Gaze auf den Schnitt gibst und etwas Kaltes drauflegst. Dann musst du die Wunde mit sauberem Wasser putzen und die Seiten mit einem Antiseptikum behandeln. Wenn dein Hund ziemlich stark blutet, dann wickle ein Verband gut und fest um die Wunde. Falls du in der Wunde eine Verschmutzung erkennst, dann behandle den Rand mit einem Antiseptikum. Im Fall von starkem Bluten machst du eine Aderpresse, indem du einen Verband eng um die Stelle über der Wunde bindest. Gib einen Stiel durch die Gaze und drehe ihn im Uhrzeigersinn, bis die Blutung stoppt. Wie du einer Katze hilfst. Wenn deine Katze blutet, dann drücke ein Wattestäbchen oder eine Gaze auf die Wunde. Falls sie aus den Augen blutet, dann nimmst du ein in kaltes Wasser getunktes Wattestäbchen. Bei Nasenbluten gilt, dass du ein Wattestäbchen verwendest, aber die Atmung deiner Katze dabei jedoch nicht blockierst. Zudem solltest du den Verband auch nicht entfernen, um die Wunde jede Minute zu kontrollieren. Es ist völlig unnötig und es reizt die Wunde eigentlich nur und lässt sie länger bluten. Puh, hoffentlich musst du nie etwas von dem, was wir heute besprochen haben, anwenden. Wir wollen nur, dass deine haarigen Babys schlussendlich glücklich, sicher und gesund sind. Jetzt bist du aber vorbereitet, falls dein haariger kleiner Freund in Schwierigkeiten steckt und sofort deine Hilfe benötigt.
Nur ein Tierarzt kann sagen, ob dein Katzen- oder Hundefreund völlig außer Gefahr ist oder noch weitere Behandlungen braucht. Ist dein Haustier jemals in Schwierigkeiten geraten? Das kann etwas Medizinisches sein, über das wir hier gesprochen haben. Oder etwas ganz Harmloses, wie das Zerkauen der Schuhe deiner Mutter. Weißt du noch, mein Hund Rex, der am Anfang seinen Fell geschüttelt hat? Er wurde im Hinterhof von einem Stinktier angesprüht und lief dann verfolgt vom Stinktier durchs Haus. Mann, hat das gestunken. Es gibt ein paar tolle Rezepte, wie man den Gestank los wird. Teile deine Geschichte mit uns in den Kommentaren. Vergiss nicht, dem Video ein Like zu geben und abonniere es, damit du auf der Sonnenseite des Lebens bleibst. Okay, Rex, wir sind fertig.